Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chujin und Gateway Mod. Und Steigerung und Verkäufen. Hallo. Genau. Wir haben gesteigert, ne, weil ihr habt das letzte Mal vielleicht noch gesehen, da gingen Pfeile nach oben. Die sind nach oben geschossen. Ich sag mal, was ich gesteigert habe. Ich habe gesteigert bei mir einmal die Schnelligkeit nochmal rauf, damit ich vielleicht noch einmal mehr draufhauen kann. Und bei meinen Fähigkeiten habe ich nochmal die Verteidigung, die Rüstung hochgesetzt. Jehan hat bekommen Intelligenz und in, wie heißt das Ding? Aerotheorie, also in dieser Windmagie, ne? Da hat er noch was bekommen. Er müsste eigentlich in jeder Magie noch geschult werden. So, das waren meine. Genau, und bei mir habe ich auch einen Punkt auf Schnelligkeit gegeben gehabt. Dadurch habe ich jetzt einen weiteren Punkt pro Runde mehr Aktionspunkte, wenn ich eine Runde um ist. Also kriege ich jetzt 6 pro Runde neu. Und ja, ansonsten bin ich hier auf Verteidigung. Und so wie es aussieht, ist das auf Maximum mit Willenskraft 5. Bin also perfekt jetzt gegen Stumm, Furcht, Verzaubert, Eingefroren, Gelähmt, Verflucht, Verlangsamt, Versteinert. Falls da jetzt trotzdem ich sowas abkriegen sollte, dann kann man das einfach nicht verhindern. Denke ich mal. Ja, irgendwie ist es ja dann eine Wahrscheinlichkeit da. Und einen Punkt in Körperstärkung, was ich jetzt noch irgendwie auf 5 bringen muss. So, dann speichere ich mal. Ja, alle Sachen sind repariert. Wir waren in der Stadt. Ja. Hab mir noch ein paar Feilschen gekauft. Ich habe ein bisschen was verkauft. Ich habe jetzt wieder, wo sieht man das Gold? Ach da, 6000 Goldstücke. Ja, ich habe auch schon wieder 7800. Und wir haben ein Tagebuch gefunden, glaube ich, ne? War das oder was war das? Moment. Ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Tagebuch der Gefängniswache. So, dann lesen wir doch mal. Hm? Ich weiß nicht, warum ich dieses verdammte Teil überhaupt schreibe. Meister Arun scheint zu glauben, dass es mir dabei hilft, meine Gefühle in den Griff zu bekommen. Aber ich schwöre, ich habe schon seit Jahren nichts mehr gefühlt. Noch nicht mal, wenn ich nachts alleine in meinem Quartier bin. Moment, hier ist ein Gefühl. Warum muss jeder schluchzende Schwächling aus Jägerschneide, den wir hier reinbringen, wie ein heulendes Weib um sein Leben betteln? Nimm es wie ein Mann, sage ich. Und wo ich gerade dabei bin, diese Nekromanten sind ziemlich reizbar. Wenn ich ihnen eine Ladung Toter vorbeibringe, schauen sie mich an wie eine Kanalratte. Ich glaube, meine Lieblingsleute in diesem Drecksort sind die Minenarbeiter. Die sagen nämlich nicht viel und so habe ich das gerne. Nun, Meister Arun hatte recht. Ich habe gar nichts in den Griff bekommen. Naja, weiter geht's. Mhm. Seltsam. Also es war nicht hilfreich. Nee. Ich habe keinen Tipp oder Rätsel oder sowas da drin gerade entdeckt. Es geht um die Minenarbeiter, ne? Die hier untot sind, ne? Die hat er am liebsten... Ich weiß auch nicht, wer von denen es gewesen ist. Also der muss ja einer aus dem Raum gewesen sein. Vielleicht war es auch der untote Mistsack, den wir nicht Daumen bekommen haben. Übrigens ist jetzt hier schon mal so ein untoter Ritter hier entlang gewandert. Mhm. Wenn wir also weiter so nordöstlich gehen, wird uns der wahrscheinlich überfallen. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in das Gefängnis rein, wo dieser Mittix ist. Ja. Soll ich erstmal mit der Ratte reden? Kannst du und ich rede dann mit Mittix. Hey, bleib stehen. Ach, die flieht schon wieder. Quiek! Erst Goblins, dann Kultisten. Wer wird als nächstes diese Mine übernehmen? Krabbensoldaten? Nein, Quellenjäger. Genau. Meine Güte, ihr seid schneller über diese Goblins hergefallen, als ich über die berühmten Kirschkuchen meiner Mutter. Ich kann allerdings nicht behaupten, dass ich die Zutaten, die ihr überall verstreut habt, besonders mag. Die sind nicht im geringsten appetitlich. Was macht ein Imp bei gefangenen Goblins? Na, der kauert in der Ecke und hofft, dass die menschlichen Sklavenhalter zuerst die Goblins zur Arbeit schicken, ehe sie sich so dermaßen langweilen, dass sie zum Spaß seine Ohren abschneiden. Goblins, das sind doch allesamt nur geifernde Volldeppen. Geschieht mir recht, wenn ich so ein Tollpatsch bin. Ich habe einer Dame dabei geholfen, die Blutteufel da draußen zu erschaffen, aber ich habe einen ihrer Blutsteine auf ein besonders spitzes Stück Tenebrium fallen lassen. Und zack! Ein Stein kracht gegen meinen blöden Schädel und als ich dann aufwache, bin ich von den einäugigen, schmatzenden Monstrositäten umgeben, die mich anstarren und böse anzischen. Ich hatte mehr Gänsehaut als ein Schwarm Gänse im Winter. Berichtet mir, wenn ich mich irre,
Aber ihr gebt zu, verantwortlich für all dies zu sein, Blutteufel da draußen. Ich berichtige euch sehr gerne, denn ich bin nicht schuldig. Ich bin lediglich, wie soll ich sagen, mitschuldig, sofern man davon ausgehen darf, dass ein Sklave für die Taten seiner Herrin zur Verantwortung gezogen werden kann. Das stimmt. Ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten. Ich wurde von Hieberheim bis hierher geschleppt, um der Dame in Rot zu dienen. Was kann ich dafür, wenn ich die Arbeit, die man mir hier aufzwingt, wirklich, 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 wirklich mag, obwohl sie im krassen Kontrast zu meinen eigenen Wünschen steht? Ja, das ist einfach nur ein glücklicher Zufall. Wer ist diese Dame in Rot? Na, die, die Vanillefarben trägt. Was denkt ihr denn? Na, was denn? Ihr kennt sie wirklich nicht? Ich dachte, sie sei unter Menschen so bekannt wie, sagen wir, Zickzacks unter den Imps. Sie nennen sie, wie war das? Die Senderin, oder Kanal? Nein, Mittlerin. Ja, das war's. Das ist es. Reizendes Mädchen, wenn ihr auf Blutteufel und dergleichen steht. Sie hat irgendein Schmiedealtar-Ritual-Ding etwas tiefer in der Mine am Laufen. Ach, ich wünschte, ich wäre dort und würde hübsche kleine Blutteufel machen. Ja, Imps geht es in Zellen nicht wirklich so toll, wisst ihr? Die drehen da einfach durch. Und was wisst ihr über dieses Hieberheim? Ach, vergesst dieses Hieberheim! Ihr wollt da nicht hin. Dort ist es einfach nur kalt, dass ihr ein Feuer braucht, nur um zu pinkeln. Zumindest, wenn ihr peinliche Unfälle verhindern wollt. Wir roten Imps arbeiten dort für den König des Königreichs, den mächtigen Boreas. Er und die Dame in Rot sind nämlich beste Freunde. Sie sprechen den ganzen Tag über diese Sternsteine. Es gibt solche... Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wollte einen Imp arbeiten, deswegen wurde ihr Mittix, das bin übrigens ich, geschenkt. Das ist irgendwie enttäuschend. Ich weiß, sie haben mich nicht einmal in Geschenkpapier eingewickelt. Ah, in diesem Hieberheim, da waren wir schon. Und haben jemanden gesehen. Jetzt, da ihr diesen Zickzacks erwähnt, vielleicht, was, wollen wir den jetzt einladen? Ja, vielleicht haben wir Hinweise darüber. Vielleicht möchtet ihr meine Heimstätte am Ende der Zeit besuchen. Der Historiker ist dort und, ja, ihr wäret frei. Ja, Botz, Blitz und Klutzspitz. Ist das wirklich euer Ernst? Ja. Ich würde sehr gerne gehen. Den großen Zickzacks treffen. Oh, was für eine Ehre. Ende der Zeit, sagt ihr? Oh, wie exotisch. Ja, wenn ihr dabei hoffentlich ist das kein Fehler und der ist ein Verräter oder was weiß ich. Könnte aber passieren. Wenn ihr dabei geholfen habt, Blutteufel zu erschaffen, dann könnt ihr mir sicher etwas Nützliches über sie erzählen. Nützlich? Na, lasst mich mal nachdenken. Zum Ersten, nähert euch ihnen nicht, denn sie werden euch im Handumdrehen töten. Nummer 2, lasst nicht zu, dass sie euch sehen, denn das Blinzeln ist wieder da. 3, denkt gar nicht erst daran, sie zu besiegen, weil nun, ja, ihr versteht, ne? Zum Glück sind ihre Schritte so schwer, dass es nicht schwer ist zu wissen, wo sie sind. Wartet einfach, bis die Beben nachlassen und dann schleicht euch einfach vorbei. Kinderspiel! Nun gut, Schluss mit den Späßen. Die Zeit ist für euch gekommen, zur Heimstätte zu gehen. Rennt zuerst raus, auch wenn all das Tenebrum unsere Spaltreisen zu stören scheint. Oh, man sieht sich dort. Oho, Ritter der Imps. Ich gehe schon einmal voraus und koche uns einen schönen Tee, wenn ich ankomme. Ja, das hört sich gut an. Der hatte irgendwas davon erzählt, dass er einen Stein, einen Blutstein hatte, den er auf Tenebrium fallen ließ. Das ist ein neuer, von dem wissen wir noch nichts. Jetzt haben wir 4 Stück. Du erinnerst dich, ich hatte mir aufgeschrieben gehabt, Tor Höhle, ein Mandino wohnt da. Der hat einen Dorfgoblin bei einer Götzenstatue. Ja. Das haben wir irgendwie nicht gefunden, das Goblindorf. Oder wir haben die Götzenstatue übersehen, da müssen wir mal schauen. Aber eigentlich sind wir ja an lauter Götzenstatuen vorbei und lauter Goblins, ne? Irgendeiner davon ist ja wahrscheinlich ein Blutstein, den wir brauchen. Und ab bei der Kapelle, dem müssen wir auch noch einen abstibitzen, weil der hat auch einen Blutstein. Und jetzt wissen wir irgendwas von Tenubrium. Genau, das ist hier. Irgendwo muss hier auch noch einer rum
liegen und bewacht von irgendwelchen Kreaturen, die ein Beben verursachen. Und unsichtbar anscheinend sind. Ja. Da müssen wir wohl irgendwie dran vorbeischleichen. Ich glaube, das wird wieder nichts. Nee, ich glaube auch. Obwohl, ich höre es hier ab und zu mal. Unbesiegbar? Merkt ihr, dass es ab und zu mal so bebt? Oder? Ich habe jetzt nichts gemerkt, das kann aber gut sein. Aber die Frage ist. Schau doch mal hin, das ist so. Wenn du mal ganz genau hinschaust, das vibriert so. Vielleicht kommen wir näher. Ich habe jetzt näher rangesucht und krieg hier so ein paar Grafikfehler. Nee. Aber. Jetzt wieder. Oh, da liegt ein Buch. Merkt ihr das? Ritter, das Handbuch. Ah! Habt ihr es gemerkt? Und wir sind im Kampf, weil mit diesen komischen Kreaturen. Weil es so gebebt hat. Interessant. Ich habe nämlich gerade ein Buch über den Todesritter-Handbuch und da hinten ist ein Todesritter. Na, dann lesen wir vor. Vielleicht können wir was. Vorsicht! Nach seiner Wiederbelebung kann der Ritter aus Stein, der Ritter des Todes, nicht im Kampf außer Gefecht gesetzt werden. Super. Nein, ohne außergewöhnliche uralte Magie wird der Ritter immer wieder auferstehen. Aha. Ja, und? Weiter? Das war's. Unverwundbar steht da. Ja, du brauchst uralte, mächtige Magie. Traumhaft. Was heißt denn das? Weiß nicht. Wir brauchen diese Tenebrium-Waffen sehr wahrscheinlich jetzt. Nee, aber. Ach, ich Idiot, jetzt habe ich hier schon. Wir haben doch gebraucht. Wieso, wir haben noch keine Tenebrium-Waffen. Ah, so. Wir haben gar nichts. Uralte, mächtige Magie, das kann aber nicht hier diese. Also ich versuche jetzt mal hier mit drauf zu schießen. Der ist unverwundbar mit was? Ich habe so so lila Pfeile, das was diese schwarze Magie, diese Blutmagie. Aha. Aber die habe ich noch nie angewandt, weil die eigentlich nicht so super sind. Pfeil der Verfluchung zum Beispiel oder sowas. Das ist jetzt der Pfeil der Verwelkung. Aber er ist noch zu nah dran. Da hinten ist ja noch einer. Ja, ich weiß. Jetzt haben wir ein kleines Problem, ne? Haben wir gespeichert? Hoff. Irgendwo haben wir gespeichert. Wir können da noch fliehen. Machen wir mal Boost und ich schau mal, was passiert, wenn ich jetzt einen normalen Schuss drauf mache. Ah, unverwundbar. Ach, wie süß. Jo, warten wir mal ab. Versuch mal mit Magie, ob du ihn verletzen kannst. Ja. Ich bin schon dabei. Vielleicht sowas da, aber der ist unverwundbar. Oh, was war da oben am Vibrieren? Hast du das gesehen, dieses Grüne? Das ging von diesem Tenubrium aus. Kann man das zerstören? Nee, das war mein mächtiger. Sicher? Feldschlag. War das nicht dieser dunkle Kristall? Mein mächtiger Feldschlag mit Gift durchsetzt, der ihm überhaupt gar keinen Schaden gemacht hat. Okay. Ja, was soll denn das werden hier? Jetzt wollen sie uns ein bisschen vergackeiern, oder? Vielleicht müssen wir die Kristalle da hinten zerstören. Ja, das kann sein, ne? Das ist bestimmt dieses Tenubrium, was die abbauen wollen. Soll ich das mal testen und rüberseppen mich? Ja, gleich, wenn du dran bist. Aber du bist schon fast tot. Ja, so schnell nur einer. Das ist echt krass. Oder wir fliehen. Aber wo konnte man hier noch woanders hin? Ah ja, wir konnten unten rum, ne? Wir konnten irgendeine Lunte legen irgendwo. Ach ja, konnten wir. Schande. Das konnten wir. Das sehe ich jetzt gerade erst. Jetzt können wir die drücken auch. Guck mal, wo die Lunte hingeht. Der geht ins Gefängnis. Wir hätten das ganze Gefängnis in die Luft gejagt. Wir hätten gar nicht gegen die kämpfen müssen. Naja, das weiß ich, aber wir wollten ja das Gefängnis nicht in die Luft jagen. Nee, okay. Wegen dem Zickzack. Nee, halt. Keine Ahnung. So, taktischer Rückzug. Zibim! Ja, gesagt, ist das kein Rückzug, sondern ein Sturm nach vorne. Okay, ich kann das aber gar nicht anvisieren. Nee. Ziel ist außer Sichtweite, sagt er. Das wäre vielleicht noch so eine Idee gewesen, dass die durch das. Diesen Kristall unverwundbar sind, aber. Ja, hier sind immer mehr. Da hinten ist schon wieder ein Ritter des Todes. Ich sehe ihn, ja. Ich habe ihn gesehen. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Scheiße. Ja, aber da. Haben die uns wirklich keinen Hinweis gegeben?
Also ich habe jetzt nur hier dieses Buch gerade hier von. Das Buch ist schon mal nicht schlecht. Aber es sagt uns halt nicht, wie wir es ja bekämpfen sollen, ne? Nach seiner Wiederbelebung kann der Ritter aus Stein, der Ritter des Todes, nicht im Kampf außer Gefecht gesetzt werden. Das sehen wir. Nein, ohne außergewöhnliche uralte Magie wird der Ritter immer wieder auferstehen. Ja, was denn für Magie? Uralte Magie. Was haben wir denn? Kein Wunder, dass hier überall Leichen von den Zaubern rumliegen, die hatten keine Schnitte. Ja, ich bin jetzt extrem überfragt. Ich würde sagen. Wir laden. Ja, nee, laden nicht, sondern wir fliehen, oder? Das können wir machen. Fliehen und. Aber das wird nicht gehen, weil du da vorne stehst. Ich kann ja ziemlich weit gehen. Ich habe ja ziemlich viele Aktionspunkte. Guck. Aua! Ja, das war nicht so lustig. Beeindruckend. Ja. Sehr. Ja, der Schnelligkeitspunkt hat sich schon Flucht. Flucht fehlgeschlagen. Okay, gab es hier irgendwo andere Wege? Haben wir irgendwo was ausgelassen? Weil ne, der andere schlägt ja nochmal auf mit drin. Ach du Scheiße, du kannst nicht mehr fliehen. Geblockt. Geblockt! Ja, hier, Tank! Ah. Scheiße. So, alles und die rennen hinter uns her. Vielleicht sollten wir doch neu laden. Aus die Maus. Ja, aber was sollen wir denn jetzt da machen? Da müssen wir nochmal auf die Weltkarte. Wir müssen irgendeine Waffe besorgen, damit wir hier überhaupt irgendwie was ausrichten können. So, hier kommen wir auf alle Fälle nicht gegen die dunklen Ritter an, die da vorne so rumkrauchen, ne? Nee. Wir haben keine Chance. Aber das Buch nimmst bitte nochmal auf. Ja, nicht, dass wir das vorher brauchen, ne? Damit irgendwo draußen was passiert. Buch habe ich. Geh auch nochmal rein und tu so, als ob ich es lese. Bla 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 bla. Ja, genau. So, kann man hier noch. Jetzt könnten wir mal. Na, wenn wir es jetzt in die Luft jagen, ist ja Quatsch, ne? Wo kommt man denn noch hin? Da oben? So. Oder kann ich da einen Blutstein benutzen und den die Energie irgendwie aussaugen? Weiß ja, ich nicht. Habe ich vorhin mir auch überlegt, aber. Mhm. Ich glaube, wir brauchen erstmal noch Hinweise. Ich denke auch. Wir jagen jetzt erstmal das Teil da in die Luft hier unten, oder? Können wir machen, obwohl es ja nichts mehr bringt. Vielleicht gibt es ein paar Erfahrungspunkte. Was sagt denn hier die Maus dazu? Hallo Ratte. Frag mich nicht, wo diese Zündschnur hinführt. Ich bin nicht jemand, der sich in Fallen locken lässt. Okay. Hey! Immerhin nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Weil du was gemacht hast? Ja, ich habe alles in die Luft gejagt, das ganze Gefängnis. Und der Impf wäre sehr wahrscheinlich draufgegangen. Ja. Aber trotzdem Erfahrungspunkte bekommen. Ja, das ist doch die Hauptsache. Okay. Jetzt haben wir es nicht gesehen, jetzt habe ich eine. Erkundung, hast du das gemacht? Was? Oder habe ich die Erkundung gemacht? Ne, du hast die Erkundung bekommen, ne? Du hast 2700 Erkundungen bekommen, hast du irgendwo was entdeckt? Ne. Wüsste nicht. Wofür haben wir denn jetzt 2700 Erkundungen bekommen? Ich habe gedacht, weil du das alles in die Luft gejunkt hast. Ja, das kann sein. Nekromantischer Knochentotem. Moment mal. Müssen wir irgendwie da uns da hinschleichen und den töten? Komm den Knochen. Da kommen wir doch aber nicht hin. Da kommen wir auch nur außenrum hin. Da meine ich ja hinschleichen. Ach so, wir sollen uns ja schleichen durch den ganzen Mist. Das ist ja ganz. Oh, das schaffen wir sind hin. Das vielleicht die Dämonen, ja, die er meinte, genau. Die hochbeschworen worden sind? Und vor allen Dingen, ich habe ja gesagt, dass es bebt hier. Ich speichere nochmal. Eher mit der Schleicherei anfangen. Mhm. Aber ich bin der schlechte Schleicher, ich sag's gleich. Ja, geht mir genauso. Nee, du bist der bessere Schleicher. Oh, ich weiß nicht. Aber ich bin total schlechter. Also, die haben mich sofort. Wir haben ja einen Wegschrank bei Lucula Minenabgrund. Sehe ich gerade, wenn ich auf Map gehe. Warum seppen wir uns nicht einfach da? Da bist du. Ach, schaut mal hin. Der hat. Oh. Der hat ein Radio. Aha, ich seh's. Der hat so einen Radius, wenn der geht, und aus dem Radius müssen wir draußen bleiben. Ah, okay, dann machen wir das. Mhm. Aber wir haben da unten. Ah, ne, wir haben den noch nicht freigeschaltet, wahrscheinlich. Okay.
Ja gut, dann musst du neu laden, ne? Weil wir können den ja nicht bekämpfen. Das ist doof, dass wir den nicht bekämpfen können. Wir hätten jetzt natürlich nochmal... Wir hätten nochmal was ausprobieren können. Und zwar, ob ich mit diesen Dunkel... Blutstein oder mit den Dunkelfallen da mit denen was machen kann. Mit der Sphärenmagie. So, schleichen die zweite. Ich sehe keinen Radius bei ihm. Doch, jetzt siehst du ihn. Ah ja, jetzt sehe ich ihn. Na, und wir müssen zurück. Schnell weg. So, jetzt kommt er. Eieiei, das wird ja was. Das wird doch nicht. Also ich bin so schlecht da drin. Splinter Cell! Call me Sam Fisher. So, wo geht er hin? Er geht da rauf, also gehe ich da rüber. Ach, das ist auch die Sicht. Ah, wieso? Was? Wieso? Der hat mich entdeckt. Aber wieso dreht der sich da in einer Sekunde? So ein Arsch. Ich glaube, der hat mich gehört. Warte, mach nicht neu. Ja, vielleicht kommst du wieder zurück. Ich bin nicht dran. Du bist dran. Du musst Runde beenden irgendwie. Dann teste ich nämlich gerade. Also, wir haben... Hier, Fall der Verfluchung für dich zum Beispiel. Was sagst du denn dazu? Hast du den jetzt schon mal probiert? Das interessiert ihn gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das geht. Flieh mal aus dem Kampf. Ja, ich bin am Wegpunkt. Genau. Habe ich zwar einen Pfeil aufgebraucht. Ziemlich mächtigen, teuren Pfeil. Aber egal. Naja, so teuer war gar nicht. 320. Wieso bin ich immer eigentlich immer noch im Kampf? Oh Gott, müssen wir echt an denen vorbeischleichen? Da, jetzt hat er mich doch erwischt. So, schleichen die dritte. Und wenn man dann in die alten Spiele denkt, wie Fallout, also da musste er laden, ne? Da geht's ja gar nicht. Da muss es. Da war früher normal, dass er. Nein, zurück. So, jetzt wieder vor. Ich würde sagen, wir machen aber einen Break und versuchen das im nächsten Video nochmal. Gerade jetzt, wo ich im Schleichfieber bin. Warte, wir gehen noch einmal und wir lassen uns noch einmal erwischen, schätze ich. Und dann machen wir den Break. So, außen vorbei. Außen vorbei. Außen vorbei. Mich jetzt. Naja, ich bin zu langsam gewesen. Was? Er hat mich erwischt, weil ich zu langsam gewesen bin. Gut, ne? Dann, also du weißt, wie es geht. Du ich muss ganz nah bei dir dranbleiben, sonst klappt alles klar. Gut, dann, also wünsche ich euch erst noch mal jo, tschüss. Ciao, ciao.